möchte ich ganz kurz mit einer Vorstellung von Linde Morawetz beginnen. Und zwar hat Linde Morawetz an der Universität Wien Zoologie studiert mit der Spezialisierung auf Sinnesphysiologie. Und die Forschung an Bienen hat sie schon seit der Diplomarbeit begleitet. Dort hat sie mit tropischen Arten gearbeitet, und zwar mit stachellosen Bienen und mit Prachtbienen. Und auch ihre Dissertation hat sich um Bienen gedreht, und zwar in der Arbeitsgruppe von Johannes Späthe an der Universität Wien hat sie die Sinnesleistungen von Hummeln und Honigbienen bei der Futtersuche untersucht. Und mit dem Wechsel von der Universität auf die AGES ist sie dieser Tiergruppe treu geblieben und hat allerdings das Forschungsgebiet ein bisschen gewechselt. Sie betreut nun Forschungsprojekte zur Bienengesundheit und beschäftigt sich mit dem Wissenstransfer zwischen Forschung und Imkerschaft und ist in der Imkerinnen- und Imkerfortbildung tätig. Und ja, alles Weitere wird uns Linde wahrscheinlich selber dann noch erzählen. Und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, liebe Linde. Und ja, the floor is yours. Dein Mikro ist noch off. Wir haben es. Gut. Vielen Dank, lieber Daniel, für die liebe Einführung. Ich werde nun den nächsten Dreiviertelstunde über Imkerinnen und Imker als Citizen Scientists reden, über Bienen, Viren und Bienen. Da eben das Thema der Vortragsreihe Citizen Scientists ist, werde ich besonders auf den Aspekt zu sprechen kommen, aber trotzdem auch einen kleinen Einblick geben, was man mit so einem Citizen Science Projekt an Daten gewinnen kann. Doch bevor ich über die Bienenviren spreche, möchte ich ganz kurz über die Bienen selber sprechen. Und zwar weiß ja jeder, wie beliebt Bienen in der Gesellschaft sind. Also wenn man sagt, man arbeitet mit Bienen, dann kriegt man selten einen gelangweilten oder entrüsteten Blick, eher sofort die Fragen über Bienen. Nur leider sind das keine Fragen à la, wie entsteht eigentlich der Honig? Oder sind die Bienen nicht wahnsinnig gut in Kommunikation? Oder wie funktioniert so ein komplexes Bienenvolk eigentlich? Na, die Frage ist immer, wie geht es den Bienen? Und müssen wir sie retten? Es ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich so anschaut, was in der Gesellschaft über Bienen diskutiert wird. Einerseits gibt es große Aktionen von Umweltschutzorganisationen, Save the Bees, rettet die Bienen. Es gibt regelmäßig Vorträge und auch Zeitungsartikel, wie kann man die Umwelt, den Garten bienenfreundlich gestalten, wie kann man Bienen retten. Jeder hat das angebliche Einstein-Zitat über die Bienen und die Menschen, glaube ich, schon zu Genüge gehört, auch wenn es Einstein nie gesagt haben wird. Es gibt auch genug Geschäfte, genug Merchandise, genug Produkte, die mit Save the Bee werben. Und natürlich gibt es auch sehr viele und teilweise auch sehr gute Filme und Dokumentationen über die Bienen und das Bienensterben. Und da es ja in dem Thema der Bienengesundheit sofort ums Bienensterben geht, möchte ich, bevor wir in das Thema selber hineingehen, möchte ich fragen, wie können wir die Bienen retten? Ist das überhaupt eine Frage, die wir in der Form stellen sollen? Oder müssen wir da nicht ganz viel klarer definieren, was wir damit meinen? Weil zum Beispiel die Bienen, es gibt die Bienen nicht. Das heißt, meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen Bienen retten, wir wollen Wildbienen retten? Wir interessieren uns für die Imker und Imkerinnen und ihre Nutztiere. Geht es um die Bestäubung von Früchte und Gemüse? Weil allein, wenn man sich das Ganze in Österreich anschaut, haben wir über 600 Arten. Da gibt es einerseits die Solitärbienen, die solitär leben, aber extrem unterschiedliche Lebensweisen und Bedürfnisse haben. Das heißt, wenn man die schützen und denen helfen will, dann muss man genau überlegen, welche dieser Gruppen man überhaupt ansprechen will. Dann gibt es die Hummeln, da gibt es auch um die 40 Arten, über 40 Arten in Österreich. Die haben zwar einjährige Völker, Entschuldigung, ich habe das Wort solitär nicht erklärt. Solitär heißt alleinlebend, also nicht staatenbildende Bienen. Die Hummeln haben zwar einjährige Völker, aber eben einjährig,
und unterscheiden sich dadurch ganz klar von den Honigbienen und sind auch teilweise hin und wieder Nutztiere für zum Beispiel den Tomatenanbau, da sind sie sehr bekannt, aber auch nur eine dieser Hummelarten in Österreich. Dann gibt es eben die Honigbienen, die berühmten Bienen, die die meisten Leute meinen, wenn sie von Bienen reden. Das ist aber nur eine einzige Art in Österreich. Da haben wir dann mehrjährige Völker und Nutztiere. Das heißt, wenn wir sagen, welche Bienenart und Bienengruppe, heute wird es wirklich, wenn ich Bienen sage, nur um die Honigbienen gehen. Aber bitte behalten Sie im Kopf, dass das keine so banale Frage ist. Als nächstes wäre dann die Frage, welche Art des Bienensterbens wollen wir stoppen? Geht es ums Artensterben? Da sind wir dann wieder eher bei den Wildbienen und den Solitärbienen und Hummeln. Geht es um das Absterben von einzelnen Bienen, das Absterben von Bienenvölkern oder auch den Rückgang von Imkereibetrieben? Wenn wir uns das in Österreich anschauen, dann gibt es auch wieder nicht Honigbienensterben gleich Honigbienensterben. Weil einerseits kann man den Rückgang in der Volksstärke beobachten. Das heißt, wenn Völker aufgrund von Problemen kleiner werden, das tritt meist im Frühling oder Sommer auf, kann verschiedene Gründe haben. Es können Krankheiten sein, es können Probleme mit der Königin sein, dass einfach nicht genug Eier gelegt werden und damit Nachkommen entstehen. Es kann sich da aber auch um Bienenvergiftungen aufgrund von Spritzschäden oder Ähnlichem handeln. In der Situation hat das Volk an sich die Möglichkeit, sich zu erholen. Das heißt, der Imker, die Imkerin hat trotzdem den Schaden. Das Volk wird wahrscheinlich nicht vollen Ertrag geben das Jahr, aber es geht hoffentlich zumindest nicht verloren. Dann haben wir die berühmten Völkerverluste. Da stirbt das ganze Volk. Das tritt meist im Herbst und Winter auf. Das untere Bild zeigt so ein abgestorbenes Volk, wo wirklich nur mein ganz kleines Häuflein Bienen übergeblieben ist. Winterverluste in Österreich, die bewegen sich so zwischen 8 und 28% der Völker, laut der Colos Monitoring Studie, die ich später vorstellen werde. Das heißt, es hängt von Jahr zu Jahr ab, wie viele Völker im Winter sterben. Und hier muss der Imker, die Imkerin das Volk wirklich ersetzen. Das heißt, das ist dann den Bemühungen der Imker zu verdanken, dass die Völkerzahl nach solchen schlimmen Events wie zum Beispiel 28% Völkerausfall nicht wirklich drastisch zurückgeht, sondern sich im Laufe des nächsten Jahres erholt. Und dann haben wir den Rückgang der Zahl der Imkerinnen und Imker oder der Zahl der Bienenvölker. Das ist zum Glück in Österreich derzeit kein Problem. Laut den Daten des Österreichischen Imkerbundes ist die Völkerzahl in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger konstant. Das heißt, welche Art des Bienensterbens? Wir werden uns heute eher mit dem Absterben von Bienenvölkern und damit mit den Winterverlusten beschäftigen. Nur dann bleibt immer noch die Frage, vor welchen Risiken wollen wir die Bienen eigentlich retten? Und hier kann man sich anschauen, wenn man sich jetzt wirklich allein auf die Bienengesundheit konzentriert, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die eben sich negativ auf die Bienengesundheit auswirken können. Das können einerseits Schädlingsbekämpfungsmittel sein, die einfach einerseits Bienen abtöten oder auch subletale, also nicht tödliche Schäden in den Bienen erzeugen können. Es kann aber auch eine schlechte Ernährung sein, wenn zum Beispiel die Bienen zu wenig verschiedene Pollenarten, also je reicher die Pollennahrung der Bienen ist, desto gesünder ist es, ähnlich wie bei uns bei der Ernährung. Also wenn die Pollennahrung sehr stark eingeschränkt wird oder wenn zum Beispiel nicht genug Nektar da ist, um ein Volk zu ernähren. Dann haben wir auch negative Einflüsse des Klimas, zum Beispiel, weil ein Herbst zu warm ist und ein Volk sich aufgrund der, sage ich mal, falsch warmen Signale nicht gut auf den Winter vorbereitet, dann kann das auch ein Problem sein. Wir haben dann das große Problem der Parasiten. Da gibt es eigentlich nur einen einzigen Parasiten, der hier jetzt in Österreich zu besprechen ist. Das ist die Varroamilbe, von der Sie sicher auch alle schon gehört haben und die sich sehr negativ auf die Bienengesundheit auswirkt. Imkerliche Praxis kann natürlich im ungünstigen Fall auch sich negativ auf die Bienengesundheit auswirken. Das wäre zum Beispiel, wenn ein Imker, eine Imkerin schwere Fehler in der Behandlung des Volkes oder in der Wintereinfütterung etc. tut, dass dann einfach ein Volk nicht eben in seiner Vitalität geschädigt ist. Und dann, und das wird der heutige Fokus sein, gibt es natürlich Krankheiten, die schädigen können. Hier will ich einfach jetzt nur mal die wichtigsten oder die bekanntesten drei Bienenviren vorstellen.
Da wäre einmal der Flügelverkrüppelungsvirus DVV. Also aufgrund der langen Namen der Bienenviren gibt es dann meist kurze Kürzel. Sie müssen sich die nicht merken, wenn sie notwendig sind, dann werde ich die auch ausdeutschen. Das heißt, DVV, der Flügelverkrüppelungsvirus, der führt zu Entwicklungsschäden und Absterben der Brut. Nach dem Namen klar sichtbar. Hier sieht man eine Biene, die kaum mehr Flügel hat, also eben verkrüppelte Flügel und die auch kaum lang leben wird. Der Flügelverkrüppelungsvirus wird von der Varroamilbe übertragen. Hier sieht man eine Varroamilbe auf einer Puppe sitzen. Das heißt, die Milbe ist ähnlich wie eine Zecke. Das heißt, sie beißt die Bienenlarve oder auch die erwachsene Biene, je nachdem, an und saugt und ernährt sich von deren Fettkörper. Und während dieses Ernährungsvorganges initiiert sie die in ihren Nahrungssekreten vorhandenen Viren in die Blutbahn, also in das Blut der Bienen und steckt sie damit an. Das kann theoretisch bei jedem Virus passieren. Der Flügelverkrüppelungsvirus ist deswegen sehr berühmt in dieser Kombination, weil er wirklich geschafft hat, perfekt mit dieser Varroamilbe zusammenzuarbeiten. Dann gibt es die chronische Bienenparalyse, die ist insofern spannend, weil sie nicht ein Virus der Brut ist, sondern ein Virus der Bienen. Das heißt, hier sieht man eine erwachsene, adulte Biene, die an dem Virus erkrankt ist. Sie ist schwarz glänzend. Würde es jetzt ein Video geben, würde sie zittern. Man sieht auch, wie unnatürlich die Flügel weggestreckt sind. Also sie hat eben diese chronische Bienenparalyse und wird nur einige Tage leben. Und dann gibt es auch noch einen recht klar zu erkennenden Virus, zumindest vom Symptom her, den Sackbrotvirus. Hier sieht man, dass die äußerste Haut der Larve so richtig mit einer Flüssigkeit gefüllt wird. Die Larve wird bald absterben und dann als vertrocknetes Schiffchen zu sehen sein. Eben typisch ist hier die sackförmige Larve. Jetzt sind wir am Ende dieser kurzen Einführung und jetzt möchte ich die Frage, die sehr allgemeine und sehr ungenaue Frage, wie können wir Bienen retten, ein bisschen genauer, eben genau auf dieses Projekt und unseren Fokus umdeuten. Und zwar, welche Krankheiten kommen in Österreichs Bienenvölkern vor und wie hängen sie mit den Winterverlusten zusammen? Das heißt, jetzt wissen wir, es geht um die Honigbienen, es geht um die Winterverluste und es geht um Krankheiten. Wenn man so eine Frage beantworten will, dann muss man sich überlegen, welche Art des Projekts, welche Art der Forschung man verwendet, um diese Frage zu beantworten. In Vergangenheit sind da im Projekt Zukunft Biene, also alle die Daten, die ich heute zeige, stammen aus den Projekten Zukunft Biene und Zukunft Biene 2. Im Projekt Zukunft Biene hatten wir zwei Ansätze gewählt, die wir aus guten Gründen diesmal nicht gewählt haben. Ich möchte es Ihnen nur vorstellen, um auch die Variation an möglichen Ansätzen zu zeigen. Und zwar haben wir in Zukunft Biene 1 die Beobachtungsstudie durchgeführt, im Jahr 2015 und 2016 genau mit dem Fokus, wir wollten den Gesundheitszustand der Bienenvölker in Österreich beschreiben und die Faktoren für Winterverluste in Österreich bestimmen. Dazu haben wir Inspektionsbesuche als Methode gewählt. Und zwar wurden da 200 Bienenstände in ganz Österreich ausgesucht und über 20 erfahrene Probenehmer und Probenehmerinnen sind dreimal ausgerückt, um sich diese 200 Bienenstände anzuschauen. Und zwar gab es eben diese drei Termine, einmal im Sommer, einmal im Herbst und einmal im Frühling. Sie sehen, der Herbst und der Frühling sind ganz gut gewählt, dass wir den Winter da in der Mitte haben. Das heißt, wir konnten auch sagen, wie es den Völkern im Herbst ging, also vor der Einwinterung, und wie viele dieser Völker im Frühling noch gelebt haben. Der Ablauf war so, dass der Probenehmer oder die Probenehmerin zu dem Imker gekommen ist. Es gab ausführliche Interviews über die Betriebsweise der Imker und Imkerinnen. Da ging es darum, was für Produkte produzieren sie, wie viel Erfahrung haben sie, was sind ihre Varroa-Behandlungsmittel etc. etc. Dann hat der wirklich langwierige Teil angefangen, und zwar sind die Völker inspiziert worden. Das heißt, es wurde wirklich jede Wabe sorgfältig angeschaut, über den Zustand, ob es Auffälligkeiten gibt. Und falls Auffälligkeiten aufgetreten sind, dann wurden Proben genommen. Es wurden aber auch standardmäßig Proben genommen und all diese Probenmengen sind dann bei uns im Labor untersucht werden. Sie sehen,
Der Vorteil einer solchen großen Studie ist relativ klar. Man bekommt sehr viele und sehr detaillierte Informationen. Alle Beobachtungen werden von geschulten und erfahrenen Inspektoren durchgeführt. Das heißt, wir sind uns auch sicher, dass eine gewisse Qualität gegeben ist. Und wir haben dann auch eine Menge Proben, die wirklich Laboranalysen zugeführt werden können und damit wir auch wirklich quantitative Daten bekommen. Die Nachteile sind ebenso klar. Es ist sehr ressourcenintensiv, es kostet viel Geld, wir brauchen viel Personal, es ist eine unglaubliche Logistik notwendig von allen Leuten, die da mitmachen, und es kostet viel Zeit. Solche Studien werden deswegen sehr, sehr selten wiederholt. Es gibt in Europa dann nur einen Einzelfall, das deutsche DEBIMO. Die führen so eine Studie in einer etwas abgespeckteren Art und Weise wie hier, aber trotzdem diese Studie jetzt schon seit einem Jahrzehnt durch. Also möglich ist es, aber sehr, sehr selten. Und es ist ein großer Aufwand für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, weil die haben sich da wirklich dreimal einen halben Tag bis Tag Zeit nehmen müssen, um eben an dieser Studie teilzunehmen. Das zweite, total konträre Art der Herangehensweise ist das Kolos-Winterverlust-Monitoring, das von Robert Brotschneider der Uni Graz durchgeführt wird, ist auch ein Citizen Science-Projekt und ist auch Teil der Plattform. Und auch das wurde im Rahmen von Zukunft Wien durchgeführt und wird immer noch durchgeführt. Die Ziele sind sehr ähnlich. Also es geht darum, die Höhe der Völkerverluste im Winter für Österreich zu erheben und eben auch Faktoren für Winterverluste zu bestimmen. Die Methode ist nur eine ganz andere. Es sind nämlich rein Fragebogen. Das heißt, die Imker und Imkerin melden als Citizen Scientists ein, was sie an ihren Völkern beobachtet haben. Der Großteil läuft über Online-Fragebögen. Es gibt aber auch noch Papier-Fragebögen. Das Gute und Spannende ist, der Fragebogen ist international standardisiert. Das heißt, man kann die Ergebnisse wirklich über viele Länder vergleichen und man bekommt Daten über Zehntausende von Bienenvölkern. Im Vergleich bei der Beobachtungsstudie, die ich vorher genannt habe, waren das so knapp über 2000 Bienenvölker, über die wir was erfahren haben. Und der Ablauf ist jedes Jahr das gleiche. Der Fragebogen wird beworben. Jeden Frühling kann der Fragebogen von allen Imkerinnen und Imkern in Österreich beantwortet werden. Und jeden Frühsommer gibt es dann eine Pressemeldung über die Winterverlustdaten. Herauskommen tut dann nach inzwischen 12 Jahren so eine wunderschöne Grafik, wo man herrlich sieht, wie die Verlustrate zwischen den Jahren schwankt. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Beobachtungsstudie, hat man den Vorteil, durch die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Citizen Scientists, hat man wirklich immense Daten. Es wird regelmäßig wiederholt, wie gesagt, seit 2008. Und es gibt eine extrem geringe Teilnahmehürde. Weil jeder Imker und jede Imkerin, die sich die Zeit nehmen, das 10 Minuten lang auszufüllen, kann daran teilnehmen, anzumelden, ohne große Pläne zu haben. Die Nachteile sind natürlich, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht extra geschult sind. Die Qualität der Daten ist nur so gut wie die Qualität der Beobachtungen, und dadurch, dass jeder mitmachen kann, weiß man halt auch nicht, ob ein Imker-Neuling eventuell alles absolut falsch theoretisch analysiert. Und es gibt keine Proben für Laboranalysen, das heißt, man muss wirklich darauf sich verlassen, was beobachtet wurde. Das Virenmonitoring hat jetzt genau versucht, einen Mittelweg zwischen diesen zwei Ansätzen zu gehen, und zwar Citizen Scientists, Citizen Science, aber mit Laboranalyse. Und zwar geht es, die Verbreitung von Bienenviren in Österreich zu bestimmen und eben den Zusammenhang zwischen Bienenviren und Winterverlusten genauer zu beleuchten. Der Unterschied zur Beobachtungsstudie ist, der Fokus wesentlich kleiner ist. Also wir konzentrieren uns nur auf eine Jahreszeit, nämlich den Herbst. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Breite von Krankheiten, sondern auf die Viren. Wir konzentrieren uns auf 5 Symptome, die gut erkennbar sind, die Imkerinnen und Imker gut in den Fällen erkennen können. Und es ist ein sehr, sehr kurzer Frage im Vergleich zur Beobachtungsstudie. Das Gute an der Sache ist, wir haben eine längere Laufzeit, das heißt, wir haben 3 Wiederholungen, was uns hilft, nicht nur ein exemplarisches Jahr zu beschreiben, sondern wirklich eine Abfolge von Jahren. Der Unterschied zum Colors Monitoring ist, wir haben wesentlich weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben eine höhere Teilnahmehürde, das heißt, man muss sich anmelden. Wir wünschen uns eine gewisse Kontinuität. Das mag manche immer abschrecken, da jetzt 3 Jahre mitzumachen, weiß man ja nicht so genau. Und
das Gute ist, wir können auch Lampen durchführen. Es werden insgesamt 8 Bienenviren untersucht. Ich habe schon gesagt, die haben wunderschöne Kürzel. Ich werde diese Kürzel werden in den Grafiken in Zukunft auftauchen. Bitte nicht erschrecken. Wie gesagt, ich werde diese Kürzel auch jeweils mal erklären. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen, vielleicht nur ganz kurz. Flügelverkrüppelungsvirus DVV unterscheidet man 2 Typen, der Typ A und Typ B. Es ist der gleiche Virus, aber es gibt einfach Unterschiede. Wenn man mit so einer Studie beginnt, erster Schritt, den die Teilnehmer und Teilnehmerinnen braucht. Und uns war wichtig, wir haben keine Möglichkeit, auf das Imkerverzeichnis Österreichs zuzugreifen, aber wir wollten einfach einen queren, guten, repräsentativen Querschnitt über alle Imker und Imkerinnen in Österreich zu haben und wollten auch jedem eine Chance geben, dabei zu sein. Das heißt, wir haben mehrere Monate, das ist im Februar gestartet und ging bis Mai, über verschiedenste Kanäle aufgerufen. Das heißt, wir haben Vorträge auf Imkereitagungen gemacht, wir haben 2 Artikel in der Imkerzeitschrift, die de facto fast jeder Imker oder jede Imkerin in Österreich bekommen, geschrieben. Wir haben über die Imkervereinigungen aufgerufen, wir haben E-Mails an ehemalige Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen geschickt, wir haben auch unseren Kooperationspartner, eben Robert Brotschneider, gebeten, E-Mails zu verschicken, und es gab dann noch Aufrufe über Facebook und Twitter. Was wir da ganz deutlich gelernt haben, wir haben genug Anmeldungen gekriegt, um das Projekt durchzuführen. Wir waren aber erstaunt, dass mit so viel Aufwand, so viel Energie de facto 297 Imker und Imkerinnen sich gemeldet haben von den 30.000 Imker und Imkerinnen, die es in ganz Österreich gibt. Und immerhin für etwas, wo sie gratis Analysen bekommen. Aber wie gesagt, das war nur eher eine Verwunderung. Es hat wunderbar ausgereicht, um das Projekt durchzuführen. Das heißt, wir hatten sogar einen kleinen Pool, wo wir eine Zufallsauswahl auswählen konnten, und zwar auf eine Art und Weise, dass die verschiedenen Bundesländer in ihrer Dichte an Bienenständen repräsentiert wurden. Und wir hatten sogar noch einen kleinen Pool an Imker und Imkerinnen, die wir anschreiben konnten, wenn uns welche ausgefallen sind über die Jahre. Das Ganze hat dann im ersten Jahr so ausgesehen. Sie sehen, wie schön unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Österreich verteilt sind. Man sieht manchmal eine höhere, sage ich mal, Dichte. Vor allem in Oberösterreich ist das recht ersichtlich. Das ist ein Land, in dem es sehr viel, ein Bundesland, in dem sehr viele Imker und Imkerinnen da sind. Gut, aber wer sind nun unsere Citizen Scientists? Welche Imker und Imkerinnen machen in so einer Studie mit? Also einerseits haben wir gemerkt, dass wir relativ viele relative Neuansteiger und Neuansteigerinnen hatten. Das heißt, relative Neuansteiger, da rede ich von weniger als 10 Jahren Erfahrung, was jetzt durchaus teilweise schon Imkereierfahrung ist, aber einfach nicht noch nicht die ganz erfahrenen Imker. Ist vielleicht auch verständlich, wenn man neu einsteigt, dann möchte man auch sich über die Themen schlau machen und hat vielleicht mehr Interesse, bei so einem Projekt mitzumachen und mehr zu erfahren, als jemand, der schon 30, 40 Jahre dabei ist. Wir hatten ungefähr 80% kleine bis mittelgroße Imkereien, da spreche ich von Imkerbetrieben mit weniger als 50 Völkern. Das entspricht ungefähr der Verteilung in den österreichischen Imkerschaft, weil in Österreich eigentlich eher die kleinen Imker stark repräsentiert sind. Das heißt, fast 70% aller Imker und Imkerinnen haben nur so um die 10 Völker. Die ganz kleinen Imker sind ein bisschen unterrepräsentiert, einfach deswegen, weil eine unserer Hauptbedingungen waren, dass mindestens 5 Völker vorhanden sind. Und wenn das ein Imker ist, der hinterm Haus 2 Völker hat, dann wird er sich leider bei der Studie nicht melden. Und dann hatten wir einen sehr hohen Anteil an biozertifizierten Imker und Imkerinnen, und zwar ungefähr 25%. Lässt sich auch eigentlich ganz gut dadurch erklären, dass Bio-Imker vielleicht ein bisschen mehr daran interessiert sind, präventiv zu arbeiten und viel über die Gesundheit ihrer Völker zu wissen. Die Gründe für die Teilnahme, das ist in Gesprächen und E-Mails immer wieder aufgepoppt, war ganz klar der Wunsch, der Wissenschaft zu helfen. Natürlich der Erhalt von den Daten über die Virusinfektion der einzelnen Völker und dann die Chance, mehr über Bienenviren zu lernen. Wir haben aber gerade einen Feedbackbogen laufen, wo wir da ein bisschen mehr und ein bisschen systematischer erfahren wollen, warum eben die Imker und Imkerinnen mitgemacht haben.
Grundsätzlich ist das Virenmonitoring jedes Jahr gleich abgelaufen. Wir sind jetzt im letzten Jahr. Die letzte Probenahme hat vor 3 Monaten stattgefunden. Aber grundsätzlich, wie gesagt, jedes Mal ungefähr das Gleiche. Es hat angefangen, dass wir im Frühsommer Auswahl oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewählt oder nachbesetzt haben. Teilweise haben wir dann natürlich die Zustimmung im ersten Jahr und bei den Nachbesetzungen im entsprechenden Jahr bekommen und im August dann eine fixe Liste an der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Dann hat jeder Ende August die Materialien zugeschickt bekommen, die sie brauchen, um diese Studie durchzuführen. Die Studie ist dann hat im September stattgefunden, die Probenahme. Manchmal ist das so ein bisschen in den Oktober eingeglitten. Also manche Imker und Imkerinnen musste man dann ein bisschen erinnern. Aber eigentlich die meisten haben wirklich in der Probenahmezeit die Proben geschickt. Also 70 bis 80% waren in den gewünschten 2 Wochen da. Dann ist das, was gerade für das dritte Jahr passiert, dann findet die Probenaufbereitung und Probenanalyse statt. Im Februar werden die Untersuchungsergebnisse bekannt gegeben, den Imkern und Imkerinnen. Und im April, Juni, also eher März bis Juni, sagen sie uns dann, wie die Überwinterungsergebnisse ihrer Völker ausschauen. Das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, weil dann können wir die Überwinterung der Völker, deren Analysen wir vorher gemacht haben, einfach mit den Analyseergebnissen korrelieren. Die Probenahme hat das so ausgesehen, und hier sieht man die Imker und Imkerinnen zugebekommen haben in der Arbeitsanleitung. Im ersten Jahr mussten sie 5 Probevölker auswählen. Und dann haben wir ihnen auch klar gesagt, auf welcher Wabe sie die Bienenprobe zu nehmen haben. Wir haben dann so Königinnenkäfige mitgeschickt. Das ist eine Sache, die kennt der Imker, jede Imkerin. Das ist ein kleiner Plastikkäfig, in dem man dann auch noch ein bisschen Futterteig, also Nahrung für die Bienen geben kann. Das war alles schon vorbereitet und in dem normalerweise Königinnen zusammen mit ihren Begleitbienen verschickt werden. In dem Fall haben wir die Imker natürlich nicht gebeten, ihre Königinnen einzufangen und zu verschicken, aber 10 Arbeiterinnen pro Volk wurden in so einen Königinnenkäfig gesteckt und dann in einem schon von uns vorbereiteten Kuvert, das auch schon adressiert und frankiert war, konnte man die 5 Käfige dann hineinstecken, zusammen mit dem Fragebogen. Sie merken schon, wir haben die Bienen lebend verschicken lassen. Die Idee dahinter ist, dass, wenn die Bienen lebend verschickt werden, man sich keine Sorgen um die Kühlkette machen kann, muss. Die Bienen können solche Transporte gut überleben. Und was dann klarerweise bei uns passieren muss, sie werden abgetötet. Aber sie werden einfach dann sofort abgetötet und eingeführt. Zusätzlich zu der ganzen Arbeit, die jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin durchführen musste, haben wir sie optional gebeten, die Völker auf 5 Krankheitssymptome durchzusehen. Optional haben wir deswegen gewählt, damit wir die Chance haben, weil das Volk auf alle Waben durchzusehen ist Arbeit. Und uns war lieber, jemand sagt, na, ich hatte die Zeit nicht und schreibt keinen Kommentar, als jemand hat das Gefühl, er muss es machen und schreibt 5 Nullen hin und hat das Volk nicht durchgesehen. Aber es haben wirklich sehr, sehr viele Imker durchgeführt. Da sind wir ungefähr bei 80 bis 90% der Teilnehmerinnen, die hier Daten geliefert haben. Das ist die Liste der 5 Symptome. Sie sind relativ klar zu sehen, wenn jemand Erfahrung mit Bienen hat. Es geht um einen erhöhten Totenfall vor dem Volk. Es geht um Varroamilben auf Bienen. Es geht um verkrüppelte Flügel. Da sind wir beim Bienenverkrüppelungsvirus. Flügelverkrüppelungsvirus. Es geht um schwarz glänzende Bienen. Wie gesagt, das war die chronische Bienenparalyse. Und es geht um diese Sackpuppe-Symptome. Vorher habe ich diese noch lebende gefüllte Larve gezeigt. Hier sieht man dann, wie eine abgestorbene Larve aussieht. Diese Pakete sind eben bei uns in den 2 Wochen eingetroffen. Das waren an heftigen Tagen sind da schon 20 bis 40 von diesen Packerln reingekommen. Hat wunderbar funktioniert. Die meisten waren nur 1 bis 2 Tage unterwegs. Manche hatten noch leider Post-Odyssee hinter sich. Das Muster dahinter haben wir nie ganz verstanden. Aber es gab halt ungünstige Situationen, wurde aber alles aufgeschrieben und kann nachvollzogen werden.
Und dann wurde eine Sammelprobe erstellt. Das heißt, wir haben aus den 5 Käfigen jeweils 10 Bienen entnommen und zu einer Sammelprobe von 50 Bienen zusammengestellt. Das war ein bisschen ein Kommunikationsproblem zwischen uns und den Imkern und Imkerinnen. Die waren natürlich sehr interessiert, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass sie wirklich erfahren, welches Volk wie krank war. Nur das wäre einfach logistisch extrem schwer machbar gewesen, da eine saubere Probeentnahme und einen sauberen Versand zu erzeugen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen daraus eine Sammelprobe und haben dann ein Ergebnis, wie stark der Stand infiziert ist, aber nicht das Volk selber. Und dann wurde eben eine qPCR durchgeführt, eine quantitative Analyse, und die Daten wurden dann an die Imker und Imkerinnen verschickt. Die Beteiligung der Citizen Scientists war unglaublich. Also wir hätten uns nicht gedacht, wie gering die Dropout-Quote ist. De facto ist uns während der Probenahme, also die Imker und Imkerinnen, wo wir schon Material versendet haben, zwischen 1% und 5% der Citizen Scientists ausgefallen. Zwischen den Probenahmen, die konnten danach besetzt werden, so um die 5%. Das heißt, es haben wirklich von den 200 Imkern und Imkerinnen 179 alle 3 Jahre mitgemacht. Warum blieben so viele wirklich die ganze Zeit dabei? Das sind jetzt reine Vermutungen von mir. Es scheinen die Virusergebnisse einfach wertvolle Informationen zu sein. Ich weiß auch aus Gesprächen mit Citizen Scientists, dass sie die Ergebnisse für eigene Experimente, eigene Optimierungen verwendet haben. Das heißt, sie haben dann die Betriebsweise ein bisschen geändert und haben dann darauf gewartet, wie nächstes Jahr dann die Daten ausschauen. Das heißt, das ist natürlich ein guter Anreiz, ein zweites und drittes Jahr dabei zu sein. Und natürlich hatten wir auch Routiniers dabei, einfach deswegen, weil wir an unsere ehemaligen Projektteilnehmer und Teilnehmerinnen ausgeschickt haben und sicher auch eine Reihe von Idealisten. Ich weiß übrigens, dass einige von den Teilnehmern der Studie dabei sind. Das heißt, wenn Sie Lust haben, später in den Chat zu schreiben, was Ihr Anreiz war, bei der Studie dabei zu sein, freuen wir uns sicher drüber. Aber wie gesagt, wir wollen es genau wissen. Wir haben Feedbackbögen ausgeschickt und können das Ganze ein bisschen quantitativ auch erheben. Nur jetzt ein ganz kurzer Einblick noch in die Daten. Ich kann jetzt nur die Daten der ersten 2 Jahre zeigen. Das dritte Jahr ist, wie gesagt, noch in Bearbeitung. Grundsätzlich sehen Sie den helleren Balken, das ist das Jahr 2018, der dunkle ist das Jahr 2019. Sie sehen die Prävalenz, das heißt das Vorkommen der Viren, und Sie sehen die 8 Bienenviren. Und Sie sehen, dass manche Viren, wie dieses hier, BQCV und DWVB, hier sind wir wieder beim Flügelverkrüppelungsvirus, auf quasi jedem Stand vorkamen. Wir hatten auch wirklich 99% aller Bienenproben mit mindestens einem Virus, das heißt Bienenproben ohne Virus oder Bienenstände ohne Virus sind de facto nicht vorhanden. Wir haben aber auch Viren, die gar nicht vorkamen oder sehr, sehr selten. Das ist dieses chronische Bienenparalyse-Virus mit den schwarzen Bienen. Und dann hatten wir ebenso Viren, die mehr oder weniger häufig vorkommen. Das, was mich sehr gefreut hat, dass die Ergebnisse, die Trends zwischen den Jahren relativ vergleichbar sind. Das heißt, dass das schon nicht irgendwelche Zufallsschüsse sind, sondern ganz gut das Bild beschreiben. Es gibt einzelne Schwankungen bei den einzelnen Viren, und wir sind auch sehr gespannt auf das dritte Jahr, vor allem weil diesen Frühling CPBV ein großes Problem in österreichischen Völkern war und wir neugierig sind, ob das dann auch sich in den Daten widerspiegelt. Aber welche dieser Viren sind nun gefährlich? Wenn wir uns so eine Studie machen, dann sagen, naja, da gibt es Viren, die in jedem Volk vorhanden sind. Was bedeutet das eigentlich? Wenn Sie sich jetzt kurz merken, BQCV und DWVB waren eben die beiden sehr häufigen. Und wenn wir uns jetzt die Konzentration anschauen, es ist gut bekannt, dass Bienenviren oft als versteckte, als Covid-Infection vorhanden sind. Das heißt, sie sind im Volk vorhanden, aber sie sind symptomlos. Und erst ab einer gewissen Konzentration bricht wirklich die offene Virose aus und man sieht Symptome an den Bienen und Probleme im Volk. Jetzt ist mal die große Frage, welche Konzentrationslevel braucht man da? Unsere Daten haben gezeigt, dass es eine extrem hohe Variation in der Konzentration gibt. Also da reden wir von mehreren 10.000 Kopien pro Milliliter Homogenat bis mehrere Milliarden Kopien von Milliliter Homogenat. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Viren anschauen, die sehr, sehr häufig vorkamen, da war dieses BQCV, das schwarze Königinnenzellvirus, und das DWVB. Und Sie sehen, dass das BQCV
sehr, sehr eine geringe Konzentration hatten im Vergleich zu den anderen Viren, während das DVVB eigentlich eine sehr, sehr hohe Konzentration hat. Bitte beachten Sie, dass die Y-Achse eine logistische Achse ist. Das heißt, es ist auch nicht verwunderlich, dass wir dann meist eine Rückmeldung von den Imkern und Imkerinnen hatten, BQCV, was ist das überhaupt? Habe ich noch nie gehört, aber es ist in meinem Volk drin. Das scheint in Österreich einfach in einer so geringen Konzentration vorzukommen, dass man ganz selten Symptome und ganz selten Probleme sieht. Während wir eben von DVVB wissen, dass in einer sehr hohen Konzentration vorhanden ist, dass es wirklich große Probleme macht. Aber wie gesagt, es geht um die Konzentration und das kann man dann natürlich in Modelle stecken, die nun die vorhergesagte Wintersterblichkeit vergleichen mit dem Virustiter. Aufgrund der großen Spannweite, die uns diese Virustiter, diese Viruskonzentrationen gegeben haben, haben unsere üblichen statistischen Modelle, sprich die GLMs, ziemlich gesponnen. Und wir sind dann zum Machine Learning übergegangen. Und das sind jetzt Ergebnisse von einem Random Forest Modell. Aber man sieht wunderschön, also wir hatten zwei Viren, die einen relativ großen Effekt hatten. Das war das Flügelverkrüppelungsvirus und ein Virus, das ich bisher noch nicht erwähnt habe, das akute Bienenparalysevirus. Aber beim Flügelverkrüppelungsvirus sieht man wunderschön, dass es relativ lang eine relativ geringe Wintersterblichkeitsvorhersage ist und dann zwischen 10 hoch 8 und 10 hoch 9 Milliliter Kopien pro Milliliter schießt die Wintersterblichkeit nach oben. Das heißt, wir haben eine Grenze bei 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 RNA-Kopien pro Milliliter Homogenat, wo es wirklich eine drastische Steigerung der Gefährlichkeit, des Risikos fürs Volk gibt. Bei APPV ist das alles ein bisschen verwässerter. Man sieht auch, dass hier die vorhergesagte Wintersterblichkeitsrate bei einem negativen Befund auch schon sehr, sehr hoch ist. Das heißt, es ist einfach ein Virus mit das relativ schwachen Zusammenhang mit dem Winterfluss zeigt. Nur jetzt haben wir diese Grenze zwischen 10 hoch 8 und 10 hoch 9 RNA-Kopien pro Milliliter. Und jetzt ist die Frage, sehen Sie diesen Scientist, diese Erkrankung auch in den Völkern? Und für das DVVB haben wir zwei sehr klassische Symptome. Eins ist das schon oft genannte Flügelverkrüppelungssymptom. Und dann da DVVB oder DVV so stark mit der Varroamilbe korreliert ist, ist auch das Aufsitzen von Varroamilben auf Bienen ein klassisches Anzeichen dafür. Und wir haben uns jetzt angeschaut, ob die Imker dieses Symptom gesehen haben, ja, nein oder keine Angabe gemacht haben und wie der Titer, wie die Konzentration in diesen Proben war. Und man sieht bei den Verkrüppelten einen klaren Zusammenhang zwischen dem Erkennen des Symptoms und der sehr hohen Konzentration der Probe. Und weil es so schön ist, bewegt sich das genau in dem Bereich ab 10 hoch 8 bis dann 10 hoch 9, 10 hoch 10 nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo wirklich eine Gefahr fürs Volk sehr deutlich zu sehen ist, sehen die Imker und Imkerinnen vermehrt auch dieses Symptom. Das andere Symptom ist ein bisschen schwammiger. Hier haben wir nur eine ganz leichte statistische Tendenz und die Streuung ist auch bei Weitem sehr viel höher. Das heißt aber, dass Imker und Imkerinnen, wenn sie dieses Symptom sehen, auch ganz klar wissen, dass Gefahr im Verzug ist. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, wir können definitiv sagen, was für ein Wissensgewinn wurde durch dieses Projekt erzeugt. Wir haben die erste systematisch erhobene Prävalenzdaten von 8 Viren in Österreich. Von manchen haben wir schon Daten, aber in dieser Vollständigkeit über 3 Jahre hinweg hatten wir das noch nie. Wir können nun mit anderen europäischen Daten vergleichen. Wir sehen ähnliche Prävalenzen, ähnliche Muster. Manches hat mich dann doch sehr erstaunt. Vor allem dieses sehr hohe Vorkommen von BQCV, dem schwarzen Königinnenzellenvirus, wurde sehr selten in der Heftigkeit beschrieben. Es hat gezeigt, dass die Probensammlung funktioniert. Wir können gemeinsam mit den Citizen Scientists reproduzierbare Ergebnisse erzeugen und diese Daten können auch für statistische Modellierungen eingesetzt werden. Außerdem, das Schöne der ganzen Sache ist, durch die Beobachtungen der Imker und Imkerinnen haben wir wirklich einen praktischen Fokus. Wir können die Beobachtungen in Verbindung mit unseren Analyseergebnissen setzen. Wir können auch zeigen, die Imker und
Imkerinnen sind kompetent in ihren Beobachtungen und es ist auch eine Art Praxistest. Können wir diese Symptome wirklich als Anzeige empfehlen oder nicht? Es funktioniert übrigens nicht automatisch bei allen Faktoren. Ich habe jetzt einen Faktor nicht gebracht, die Stärke der Völker. Das wurde uns auch von den Citizen Scientists gemeldet. Das hat wunderbare Ergebnisse in der Beobachtungsstudie gebracht. In der Studie hat das keine schönen Zusammenhänge gebracht. In der Kommunikation haben wir auch einiges an Lessons learned mitgekriegt. Eins, man hätte es ja auch wissen können, aber war relativ offensichtlich, wenige Leute lesen Infomaterial genau. Und wenn man selber über sich selber nachdenkt, ist ja auch das etwas, was einem selber regelmäßig passiert. Es gibt so viele Themen, es gibt so viele Sachen zu beachten im Alltag. Wenn man dann ein Infoblatt reinkriegt, dann ja. Was wir gelernt haben, also es war einerseits bei dem Problem der Sammelprobe, das haben wir eigentlich von Anfang an immer gesagt, es gibt eine Sammelprobe und die Leute waren bis ins dritte Jahr immer wieder mal erstaunt, dass es eben keine klare Trennung zwischen den fünf Völkern gibt. Genauso die Anzahl Versuchsjahre, auch da haben Leute manchmal den Fokus verloren. Es zeigt aber nur, wenn man an einem Citizen Science Projekt arbeitet, dass man informieren muss. Und wenn es immer wieder das Gleiche ist, es kann immer noch sein, dass es Leute nicht mitbekommen haben. Und nicht böse sein, wenn es Leute nicht mitbekommen haben, sondern einfach weiter informieren. Wir haben auch ganz klar gelernt, Ergebnismitteilung ist zu wenig. Und wie sehr Arbeit mit Citizen Scientists zwingt zu mehr Kommunikation. Das war das erste Jahr, da haben wir die Ergebnisse ganz stolz ausgeschickt, endlich schön gemacht und dann kam rein, was heißt das jetzt, was soll ich machen, meine Bienen sind krank, was soll ich tun? Ja, im Nachhinein ist es mir absolut logisch, dass man sich Sorgen macht, wenn man so ein Ergebnis bekommt und keine weiteren Informationen. Damals war es mir nicht so klar, aber wir sind dem dann eben auch der Aufforderung der Citizen Scientists gefolgt und haben dann recht viel Infomaterial produziert. Und es gibt immer Extrawünsche. Das heißt, manche wollen dann andere Völker angeschaut haben, manche haben plötzlich nur mehr vier Völker statt fünf. Manche wollen die gleichen Völker sich nochmal im Frühjahr anschauen. Am Anfang haben wir noch relativ viel abgewinkt. Aber wir haben jetzt gesehen, wenn es erfüllbar ist, warum es nicht einbauen? Es kann ja auch zu neuen Projekten führen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich bei manchen Imkern und Imkerinnen Frühjahrsproben geprobt, weil sie darum gebeten haben und wollen das auch weiter eventuell in unsere Analyse einbauen. Um das Ganze zusammenzufassen, das Projekt war gut für beide Seiten. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Daten aus ganz Österreich zu erhalten. Wir haben ja auch eine gewisse Schulungsverpflichtung. Es war natürlich ein Schulungseffekt für die Imker und Imkerinnen, die mitgemacht haben. Die können dann, weil sie auch meist sehr aktive Leute sind im Imkersektor, als Multiplikatoren gelten und ihre eigenen Ergebnisse und Erfahrungen weitertragen. Die Imker und Imkerinnen haben uns eben eine Praxisexpertise geliefert, unsere Analysedaten mit der Praxis abgeglichen. Was man halt schon sagen muss, im Vergleich eben zu großen Studien wie der Beobachtungsstudie, ist natürlich die Aufgabenstellung eingeschränkt. Man kann von Leuten, die sowas freiwillig machen, nicht erwarten, dass sie über einen gewissen Arbeitsaufwand hinausgehen. Und es müssen einfach Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden, wenn da 200 Leute an was arbeiten. Das heißt, da hält sich ein großer Teil sehr, sehr genau an die Angaben. Aber es gibt dann immer wieder jemanden, den man in das Datenset hineinbasteln muss, weil er entweder 2 Tage früher oder 10 Tage später die Probe nimmt oder eben plötzlich 4 statt 5 Völker hat, weil das auch mal passieren kann, dass ein Volk verloren geht. Für die Imker und Imkerinnen wurden teure Untersuchungen kostenfrei durchgeführt. Ich hoffe, wir haben uns bemüht, zusätzlich als Informationsquelle und Ansprechpartner zu dienen. Die Probenahme erfolgte nach einem sehr strengen Protokoll. Das kann natürlich abweichen von den Wünschen der Imker und Imkerinnen. Wie gesagt, teilweise hat man dann auch Lösungen gefunden, aber eigentlich, wie gesagt, waren Wünsche dabei, die wir nicht erfüllen konnten, eben gerade wenn es die Sammelproben angeht. Das heißt, da ist natürlich auch ein gewisser Frustfaktor da. Für alle, die mehr über unser Projekt wissen wollen, das Zukunft Biene
es gab ein Einser, jetzt gibt es ein Zweier. Es gibt eine Menge Infomaterial auf unserem Blog auf zukunft-bine.at. Da schreiben wir regelmäßig zu den Ergebnissen, auch von den anderen Modulen. Und das sind dann auch die Projektberichte abrufbar. Dann möchte ich noch ganz kurz mich beim gesamten Team von Zukunft Biene 2 eben nur des Virenmonitorings bedanken. Es ist ein großes Team aus 200 Imkerinnen und Imker aus ganz Österreich. Wir hatten viele Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Abteilungen der AGES dabei, Praktikantinnen und Praktikanten der Bienenkunde. Teilweise ist aus unserer Abteilung ein Teil der Belegschaft, die damit gearbeitet hat, inzwischen auch schon pensioniert worden. Und wir hatten sehr, sehr hilfreiche Kooperationspartner mit der Universität Graz und der Veterinärmedizin Wien. Ich möchte auch ganz kurz den Finanzierern der Studie danken und Ihnen natürlich sehr herzlich für Ihr Zuhören und dann jetzt für Ihre Fragen. Vielen Dank.